macht man jetzt noch weiter? Bis zum heutigen Tag war es ja noch offen, ne? Bock hätte ich schon noch nicht, aber halt auch der Geist muss ich mal erholen. Es muss ja auch an was gelegen haben, dass ich jetzt nicht gewonnen habe. Aber es sind noch Schwächen da. Wie geht's weiter? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir kommen gerade aus der Sportschule Kinema. Zwei anstrengende Tage. Ich habe noch ordentlich Beine trainiert und noch eine Behandlung gehabt. Tja! Ha! Komm! Tja! Ha! Halt! Jetzt halt! Riesenbeine! Riesenbeine! Ja! Jetzt! Ha! Tja! Ha! Komm, Riesenbeine! Tja! Ha! Komm, Tim! Ja! Pump! Ha! 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 Brutal! Ha! Brutal! Dann sind wir direkt weitergefahren, hier durch Bayern und ja, der nächste Stop ist Get Fit in Grafenwöhr bei meinem Trainer, bei dem Manuel. Ja, und hier machen wir mal Team- und Lagebesprechung. Da haben wir ein bisschen Abstand zu den Wettkämpfen, alles mal Revue passieren lassen, analysieren. Schauen, wo dran arbeiten wir und vor allem, wie und wann geht's weiter. Ich habe dem Manuel ein paar Kartoffeln mitgebracht aus unserem eigenen Anbau. Der kriegt dann nochmal Nachschub. Mehr hatte ich jetzt erstmal noch nicht zu Hause. Die müssen noch ein bisschen sortiert werden. Aber der Manuel und ich, wir haben so beide die gleiche Philosophie bei der Ernährung. Alles so naturbelassen und bio und das ist total cool immer. Und ja, deswegen versorge ich ihn immer mit Fleisch aus Fleisch oder Schäfer. Und jetzt kriegt er erstmal eine Runde Potatoes. Geh doch mal rein. So, Demo-Lagebesprechung beendet. Manuel und ich haben jetzt lange gequatscht und ja, erstmal schön, dass du die Zeit nimmst. Gerne. Wir haben ja schon mal, oder der Manuel hat ja schon mal ein relativ ausführliches Interview gegeben auf dem Rap One-Kanal, so über die Wettkämpfe und so über die ersten Eindrücke. Und wir haben gedacht, wir machen das Ganze nochmal mit ein bisschen Abstand, damit nicht so viele Emotionen mitsprechen und damit man das Ganze klar analysieren kann und natürlich auch, damit wir planen können, wie geht's weiter. Ich meine, das Jahr hat ja auch noch ein paar Tage und ja, Manuel, du bist der Chef. Wie geht's weiter? Ja, weiter. Ich denke, das. Bis zum heutigen Tag war es ja noch offen, ne? War es ein bisschen offen. Wir haben natürlich abgewogen, das Ganze ist ja logisch. Macht man jetzt noch weiter? Was einerseits dafür gesprochen hätte, es ist nicht mehr so lange. Dann ist natürlich Prag fast schon ein Heimspiel. Ne? Aber trotzdem muss man dann auch immer strategisch das abwägen, was macht wirklich Sinn. Ne? Also, gezeigt hast du dich jetzt oft genug. Und zwar die letzten dreimal top, mit dreimal dritten Platz, das darf man nicht vergessen. Also, da haben wir bei den Kampfrichtern definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auch mit Verbesserungen. Das war ja das Ziel. Und jetzt, wenn man natürlich abwägt, Prag, da werden definitiv. Bin ich mir zumindest sicher, oder wir uns ja sicher, dass da Leute natürlich kommen werden vor der Olympia, um eventuell die Quali so früh wie möglich natürlich zu bekommen. Und dann darf man nicht vergessen, der Michael Griso, das ist ein absolutes Heimspiel, was der da hat in Prag. Also das ist ein absolut brutaler Athlet. Zusätzlich hat er diesen Rückenwind, den natürlich auch Olympiateilnehmer haben. Das heißt, dass es da eventuell eine Platzierung gibt, mit der man dann überhaupt nichts zufrieden ist, oder weil natürlich eine brutale Konkurrenz auch noch dazu kommt, mit Rückenwind. Wie gesagt, frisch von der Olympia, darf man nie vergessen. Selbst wenn ich eine Platzierung habe,
in einem starken Feld, Top 5 ist ja keine schlechte Platzierung. Nö, wir starken oder allgemein Top 5 zu machen, muss man erstmal machen. Muss man erstmal schaffen, das vergessen die Leute. Aber das Ding ist ja, ich habe jetzt Gas gegeben und habe jetzt dreimal Top 3 gemacht. Ja. Und was bringt mir jetzt an der Stelle noch ein viertes Mal Top 3? Ja, dreimal Top 3, wo hätte er auch anders ausgehen können? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Leistung hat gepasst und so bleiben wir jetzt ein bisschen in den Köpfen von den Kampfrichtern, sage ich mal. Man hat auf jeden Fall Verbesserungen gezeigt. Und ich glaube, mit diesem ja, gewissen Rückenwind auch für die eigene Motivation ist dann besser, in eine Erholungsphase zu starten und dann natürlich Vollangriff auf nächstes Jahr. Ich habe mir noch einen Gastauftritt reingelegt, um natürlich auch für die deutschen Fans nochmal präsent zu sein. Das habe ich mir auch mit reingepackt, weil wir noch nicht ganz entschieden hatten, ob ich im November noch weitermache. Und so habe ich halt weiterhin meinen Drive und meinen Fokus und meine Routine. Und ja, jetzt haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Drive langsam raus, machen noch den Gastauftritt und dann gibt man dem Körper erstmal ein bisschen Erholung. Das ist eben genauso wichtig, dass man eben auch gesund bleibt. Ich meine, jetzt so der Wettkampfsaison ist natürlich schon zehrend und ich habe ja auch nicht vor der Wettkampfsaison hatte ich ja schon auch eine Aufbauphase, die ich sehr, sehr ernst genommen habe. Also ich würde sagen, meine diesjährige Aufbauphase war wie eine Vorbereitung, nur mit mehr Kalorien. Also ich habe mir da nicht viel Ausnahmen gegönnt, Trainings ausfallen lassen, Cardio ausfallen lassen, Stretching ausfallen lassen. Das war alles sehr konsequent. Und man spricht immer nur über den Körper im Bodybuilding, aber halt auch der Geist muss sich mal erholen, dass man wirklich mal aus diesen kryptischen Denken rauskommt, dass man morgens aufwacht und als erstes, okay, was wiege ich? In der Offseason ist es, bin ich schwerer geworden. In der Vorbereitung ist es das Gewicht gefallen. Dann als nächstes so, ja, Cardio, dann muss Frühstück, dann muss dies. Frühstück sind dann 100 Gramm Haferflocken oder Instant Rice Pudding mit Whey und hast du nicht gesehen. Dass man einfach mal sagen kann, okay, ich frühstücke meine 3 Scheiben Toastbrot mit meinem Omelett, das esse ich sowieso gerne. Und wenn ich Bock auf eine 4. Scheibe habe, dann esse ich halt noch eine 4. Scheibe Toastbrot. Da geht es jetzt gar nicht darum, sich jetzt voll zu fressen und sich irgendwie Fett aufzubauen, was man dann wieder mühevoll abnehmen muss, sondern es geht eher darum, um einfach so eine gewisse Leichtigkeit mal wieder zu haben im Alltag. Und das ist jetzt so der Plan. Also ich liebe mein Bodybuilding-Food. Das ist ja auch so eine Inspiration bei Manu. Der ist ja zurzeit jetzt nicht aktiv. Er weiß, glaube ich, ob er irgendwie nochmal aktiv sein wird. Aber trotzdem isst er sein Essen tagtäglich. Aber mit einer gewissen Leichtigkeit. Mit einer gewissen Leichtigkeit. Genau. Aber du brauchst auch gar nichts anderes so, ne? Nö, das ist ja, wenn's dann, wenn man es mit der Leichtigkeit macht und man weiß, man kann eigentlich, braucht man es irgendwann gar nicht mehr. Ja. Und ja, was ich dann einfach nochmal anfügen wollte, das ist, dass die Frage hat sich mit Sicherheit jeder Wettkämpfer oder vor der Frage oder Entscheidung ist jeder schon mal gestanden, wenn jetzt diese Wettkämpfe, die ja zeitnah wären, aber was ich da noch anfügen möchte, was ganz wichtig ist, du kannst irgendwann, also wir sind sicher die letzten Male, was du abgeliefert hast, das war absolut Bombe, toppen kann man das eigentlich nicht mehr. Man muss irgendwann froh sein, wenn man es nochmal bringt. Und genauso ist es aber irgendwann so, je länger eine Vorbereitung geht, das hängt von vielen Faktoren ab, also vom ganzen Körperlichen natürlich, aber auch, was du richtig gesagt hast, von der Psyche, ist es irgendwann so, ich sage es einfach mal auf gut Deutsch, wie es ist, der Körper sagt irgendwann, leck mich am Arsch. Das heißt, der will nicht mehr. Und dann hast du das bei vielen Athleten oft schon erlebt, irgendwie das Gewicht ist zwar gleich, aber der Körper sieht anders aus. Die Fülle ist irgendwie nicht mehr da, die Härte kommt dann nicht mehr zur Geltung. Gibst du den Leuten mehr zu essen, dann bringen die wiederum die Form nicht. Das heißt, das ist wirklich schwer, über einen langen Zeitraum die Form immer wieder zu konservieren, zu bringen. Man sieht das ja bei vielen Top-Athleten, die bringen, normalerweise sagt man, du kannst in der Saison ein-, zweimal deine absolute Top-Leistung abrufen und dann wird es ja meistens schlechter. Der Körper sieht irgendwann ausgelaugt aus. Und wie gesagt, da ist einfach strategisch der schlauere, klügere, gesundheitlich bessere Weg zu sagen, und jetzt machen wir mal einen Break, gibt dem Körper entsprechend Ruhe, der Psyche auch, ganz wichtig, und kann dann richtig erholt wieder in die Offseason starten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wobei ich sagen muss, Bock hätte ich schon noch. Also Psyche macht mit. Und das ist auch immer unterschiedlich. Es gibt Wettkampfsaisons, da wartest du nur auf den letzten Wettkampf, hoffentlich ist der Scheiß bald mal rum. Und es gibt Vorbereitungen, dann denkst du so, fühlt sich noch so, irgendwie läuft noch alles so. Und deswegen war die Entscheidung jetzt wirklich schwer zu entscheiden, mache ich nicht. Ich habe wirklich lange mit mir gerungen. Ich habe auch
mal mit dem Urs geschrieben, mit anderen Athleten, und die ich so in meinem Freundeskreis habe, hey, was würdest du machen? Und das ist schwierig. Jeder sagt letztendlich nur, kannst nur du entscheiden. Deswegen ist mir das echt schwer gefallen, weil ich noch Bock habe. Aber jetzt, um den Bogen mal umzuspannen, es muss ja auch an was gelegen haben, dass ich jetzt nicht gewonnen habe. Das heißt, wir haben uns super verbessert, aber es sind noch Schwächen da. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, letztes Jahr war das Budesheim-Projekt 2.0. Jetzt schalten wir in den nächsten Gang, Budesheim-Projekt 3.0. Das heißt, die Schwächen analysieren und an den Schwächen arbeiten. Da habe ich Bock drauf, denn das ist Bodybuilding. Bodybuilding ist, sich seinen Körper zu meißeln, Bodybuilding, sagt es schon irgendwie, zu bauen. Und ich kann mir keine schmale Taille schneiden mit dem Messer, das geht leider nicht. Bin ich auch nicht auf die Welt gekommen mit einer schmalen Taille, wie auch immer. Aber Bodybuilding geht es um Illusionen erschaffen, das heißt Muskeln aufbauen, um den Körper zu kreieren und optisch anders wirken zu lassen. Und ja, vielleicht das ja. Wort an meinen Trainer. Was sind jetzt so die Baustellen, wo wir jetzt bis nächstes Jahr dran arbeiten wollen? Ja, das hast du richtig gesagt. Also wir können natürlich immer noch mehr, Rücken ist verbessert, aber muss immer noch besser werden, ganz klar. Vor allem darf ich unterbrechen? Ja. Ich habe fast noch keinen Bodybuilder gesehen, wo man gesagt hat, der hat zu viel Rücken. Nee, zu viel Rücken gibt es eigentlich nicht. Es gab natürlich Leute mit einem überragenden Rücken, aber letztendlich der Rücken, da trennt sich oft die Spreu vom Weizen. Ja. Bei dir ist ja, das habe ich dir gerade gesagt, ein bisschen das Phänomen, der Latzbrett von hinten ist inzwischen echt gut. Also der ist absolut konkurrenzfähig. In der Doppelbizeps von hinten müssen wir mal genau, also klar, wir brauchen mehr Flügel noch, aber ich bin auch überzeugt, dass das von der Ansteuerung auf dem Latt und so, dass das noch besser werden kann und muss. Weil wie gesagt, der Latz von hinten ist gut und das müssen wir einfach auf die Doppelbizeps von hinten, die muss besser werden. Der obere Bereich, oberer Rücken, ganze Trapezbereich, Schultern ist ja sehr, sehr gut. Wir brauchen einfach, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, noch mehr Flügel. Und dann wirkt auch, das will ich mal noch anmerken, dann wirkt natürlich auch eine Doppelbizeps oder Taille von vorne anders. Weil da können jetzt die Leute sagen, ja, der Bauer spielt vielleicht. Aber ich sage mal ganz ehrlich, du hast oder der Tim hat nicht so eine breite Taille, was viele immer denken. Ja, könnt ihr mal gerne eine Doppelbizeps von vorne hernehmen. Vergleicht das mal mit anderen Top-Athleten. Das ist einfach so, dass oben die Lats müssen breiter werden, dann wirkt natürlich diese ganze Doppelbizeps-Pose anders. Bei Taille kann man wirklich sagen, oder Bauchkontrolle ist bei dir inzwischen sehr, sehr gut. Das war schon deutlich schlechter. Und ganze Präsentation ist auch besser geworden. Gleichzeitig habe ich aber im Rap-Form-Video schon gesagt, das kann und muss immer noch besser werden. Einfach diese gewisse Leichtigkeit, Ausstrahlung auf der Bühne, dass manches nicht ganz so verkrampft aussieht. Weil du hast es völlig richtig gesagt, beim Bodybuilding geht es darum, eine Illusion auf der Bühne zu erzeugen. Und da kann und muss man weiter dran arbeiten. Also das sind so die Hauptbaustellen. Aber ich bin da positiver Dinge, weil wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, in der Zeit, wo wir da zusammenarbeiten, schon gut was erreicht. Ja. Wir haben die Form eigentlich immer sehr gut gebracht. Also da haben wir ein super System gefunden zusammen mit Roland. Und das ist ja auch was Schönes, ja. Dass wir Dinge haben, die wir jetzt von unserer Tribüliste auch schon mal abhaken können. Genau. Dass wir sagen können, okay, beim letzten Mal war es auch immer noch so ein bisschen, ja, war zu voll, zu zugelaufen. Ja. Quasi so dieser alte Cranny Look, wofür ich früher auch bekannt war. Haken dran, da haben wir ein System für, das funktioniert. Genau. Und auch meine Rückenentwicklung kann man auch einen Haken dran machen. Das muss halt nur so weitergehen. Es muss weitergehen. Ich habe aber den richtigen Weg haben wir ja. Um das geht. Ich komme gerade vom Sepp Maurer. Da haben wir schon ein bisschen was identifiziert. Auch zum Beispiel, was du gerade sagst mit diesem, dass ich in dem Latzbrett das Fleisch da habe, ja, und im Doppelbizeps das Fleisch so nach oben wegziehe. Das da wird der Oberrücken zu kompakt. Genau. Das ist halt einfach so, dass mein Oberrücken-Trapez so sehr, sehr kompakt ist. Und das zieht sich dann beim Anspannen nach oben weg. Da ist zu viel Zug. Und wir haben beim Sepp Maurer was ausfindig gemacht, was ich jetzt zu Hause üben kann. Ja. Anhand einer Schultermobilität, weil ich auch festgestellt habe, und das finde ich das Spannende an Bodybuilding, das fasziniert mich so richtig. Ich habe auch festgestellt, wenn ich Latziehen mache, dass ich ab dem Punkt so nach hinten wegziehe, ja, auch wieder in den oberen Rücken. Genau, da ziehst du alles in den oberen. Und das liegt auch wieder an einem gewissen Mobilitätsproblem. Was man jetzt sagen kann,
das habe ich mir jetzt so reintrainiert, sondern es gibt ja gewisse Mobilitätsprobleme, die hat ein Mensch aufgrund von Körpergeometrie. Ja. Und da müssen wir gegen ankämpfen halt. Ne? Ja, wir kämpfen an und wir versuchen ja Lösungen zu finden. Also natürlich gibt es Leute, die werden jetzt sagen, über das brauchen sich andere überhaupt keinen Kopf machen, das läuft alles, ja. Aber das Spannende oder das Schöne ist ja am Bodybuilding, man kann Schwachstellen verbessern, muss man auch, aber man muss wissen, wie. Ich kann ja jetzt nicht mit der Holzhammer-Methode kommen und einfach sagen, Rücken bis zum Umfallen nur trainieren, das wird einen nicht besser machen. Also man muss schon den Kopf einschalten. Ja, was zum Beispiel schon ein geiler Ansatz von dir war, ich habe mir die letzten 2 Jahre auch schon die Lats fokussiert, ja. Aber habe trotzdem auch noch Übungen gemacht, wo ich gesagt habe, ach komm, da ruder ich mal richtig schön, ganz normal. Und du hast gesagt, nichts mehr ganz normal, nur noch Lats. Genau, weil du das nicht brauchst, weil ich sage, der obere Rücken gut ist. Wir und den machst du eh immer ein bisschen mit. Den machst immer ein bisschen mit. Und das, da müssen wir weiter dran arbeiten. Und ich habe von Anfang an auch gesagt, wir können jetzt nicht erwarten, dass innerhalb von einem Jahr das ein super Rücken wird oder wichtig ist, Verbesserungen zu sehen. Ja. Weil dann weiß man, man macht ja was richtig. Also man ist auf dem richtigen Weg. Und wenn wir so einen Sprung nochmal schaffen, wie jetzt von letzter Saison auf diese Saison, ich denke, dann können wir sehr zufrieden sein. Aber da bin ich auch überzeugt davon, dass du das schaffen kannst. Wir haben ein gutes Team. Das, was ich toll finde, weil jeder hat so einen bestimmten Part und jetzt auch diese Sache mit Rückenansteuerung und so weiter, sind wir auch dankbar, dass wir den Sepp Maurer haben. Ja. Die anderen Sachen spreche ich mich sehr viel mit Roland ab, da werfen wir alle unsere Know-how-Erfahrung in einen Topf. Und das möchte ich mal sagen, um dich zu unterbrechen, ja. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Also an dieser Stelle hier mal hochoffiziell in der Kamera, danke an mein Team, was so komplett um mich rum ist, an Manuel, an Roland, an Sepp Maurer, an mein Team zu Hause, Team Budesheim, Budesheim Bodybuilding und so weiter. Das weiß ich, Team ESN, an meinen Sponsor. Ich weiß das wirklich zu schätzen, wie die alle so hinter mir stehen, auch in dieser Saison, wie die mitgegangen sind, mitgefiebert haben. Da muss ich echt aufpassen, dass ich emotional werde, weil das bedeutet schon Wettkampfsportler richtig, richtig viel, weil man gibt da wirklich richtig Gas, man gibt alles, man ist tagelang, wochenlang in seinem Fokus. Der Fortschritt, den wir jetzt gebracht haben und das Standing, was wir jetzt gesetzt haben, ist ein gutes. Und jetzt bin ich auch wieder motivierter und auch selbstbewusster. Ich habe das gemerkt, die letzten Shows waren von der Präsentation, vom Auftreten deutlich besser als die ersten Shows, ohne dass ich viel was gemacht habe, sondern, was ich eben schon angesprochen habe, einfach so der Kopf. Ich konnte gewisse Dinge abhaken in meinem Kopf, weil ich wusste, okay, ich stehe nicht mehr krumm wie ein Fragezeichen, wir haben eine Lösung gefunden, ich bin hart, härter kann ich nicht sein, da müsste ich mir schon irgendwie was weiß ich, eine Rille reinschneiden. Ich habe wieder richtig Bock, oder ich hatte immer Bock, aber ich bin wieder richtig, oder ich bin richtig motiviert. Ich habe Bock, nach vorne zu schauen und mit euch weiterzumachen. Und ich fühle mich auch richtig, richtig wohl mit dem Manuel, mit dem Roland. Das ist so wie meine Daddys. Was noch 2 weitere Baustellen sind, die wir jetzt so genannt haben, weil wir jetzt noch über den Rücken gesprochen haben und so weiter. Also einmal erstmal vielen Dank, dass du mal das erwähnt hast. Dass die Taille nicht so schlimm ist, wie manche denken. Nee, weil da muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich stand auch neben den Regan Crimes und neben allen Backstage. Und die haben jetzt auch, also ich will nicht über andere Athleten, aber die haben jetzt auch keine Westentaille. Nein, haben sie nicht. Die haben halt nur einen anderen Frame, den die erzeugen, weil die vielleicht, der Regan hat zum Beispiel viel mehr Lats. Ganz genau. Und durch die mehr Lats erzeugen die mehr diesen X-Frame. Ja. Und was wir noch ausfindig gemacht haben, ist zum Beispiel, ich habe gute Haxen, sagt man hier in Bayern. Also ich habe mittlerweile einen Schwung in die Beine. Übrigens mal an alle da draußen, die so an irgendwas verzagen, weil sie denken so, ja, das habe ich nicht von der Genetik und so. Als ich Junior war, hatte ich auch relativ gerade Beine. Und dann sagte der Detlef, mein alter Trainer da, der Detlef Herge, der sagte, ja, du hast halt keinen Schwung in den Beinen. Und du wirst auch keinen Schwung in die Beine kriegen, weil das hast du halt nicht. Und mit diesem Satz, so mit sowas, habe ich mich noch nie abgefunden. Das solltet ihr auch nicht, wenn ihr irgendwas nicht habt. Man sagt immer so schön, an den Schwächen lernt man es beißen. Und mittlerweile sind die Beine mit eine Stärke von mir. Ich habe auch mittlerweile meine Beuger verbessert, meine Quadrizeps verbessert. Das Einzige, also klar, muss immer alles besser werden. Das ist der ewige Prozess. Stillstand bedeutet Tod. Aber was wir jetzt noch besser bekommen wollen, ist die Adduktoren, damit, wenn ich jetzt zum Beispiel die Beine etwas breiter stelle, das erkläre ich jetzt für euch, damit ihr so diese kleinen Feinheiten von Bodybuilding auch mit versteht. Wenn man die Beine etwas breiter stellt, hat man wieder mehr X-Frame
Was aber scheiße aussieht, ist, wenn man zwischen den Beinen eine Zeitung durchwerfen kann. Ja. Also die Beine müssen schon geschlossen sein. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Adduktoren habe, kann ich die Beine etwas breiter stellen. Und wenn das nur 3-4 cm sind auf jeder Seite und dadurch wirklich unten schon wieder mehr nach X. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir auch dieses Jahr geändert haben. Ja. Wir haben nur den Beinstand geändert und die Pose wirkt ganz anders. Ganz anders. Wie gesagt, um das geht es, diese Illusion zu erzeugen. Weil du kannst oder musst ja mit dem arbeiten als Athlet, wo du hast, also den Rahmen. Das andere hast du richtig gesagt, viele Leute, wenn Schwächen haben, die haben einfach auch noch nicht alles ausprobiert. Manchmal muss man ein bisschen unorthodoxe Wege gehen, um ans Ziel zu kommen. Das machen halt viele nicht. Die machen halt ihr Standardprogramm weiter, dann kannst du nicht erwarten, dass was besser wird. Aber letztendlich geht es darum, mit dem, was man zur Verfügung hat, zu arbeiten. Und dann halt diese Illusion zu erzeugen und zu sagen, okay, wenn ich die Beine noch breiter stelle, Adduktoren sind dicker, Sitz übertrieben, das ist ja die X-Achse im Bodybuilding. Latz breiter machen, wenn ich unten die Beine breiter machen kann, die Adduktoren sind dicker, dann wirkt halt dieser Frame anders. So muss man arbeiten. Das heißt, ich kann mich jetzt nur auf mich konzentrieren, mich analysieren, das haben wir gerade gemacht, nach vorne schauen und ja, versuchen weiter besser zu werden, die Weaknesses, die Schwächen zu verbessern und wieder nochmal so einen Step zu machen. Das heißt, vielleicht nochmal aufgezählt, more Lats, aber nicht nur den Lower Back quasi, also ich sage immer schön Lower Back dazu, unten den unteren Rücken, sondern wirklich die Lats fleischiger zu bekommen. Die kompletten Lats, ja. Die kompletten Lats und die Adduktoren, um mehr X-Frame zu erzeugen, damit die Taille schmaler wirkt. Dann übe ich mehr Atemtechnik, Vakuum, um mehr Wucht in den Oberkörper zu bekommen. Dann wirkt der Oberkörper wuchtiger in den Doppel-Biceps-Posen. Und natürlich zieht es dann auch die Taille nochmal zusammen ein bisschen. Ja. Wenn man dieses Vakuum übt, trainiert man ja Transversus-Training, also diese innenliegenden Bauchmuskeln. Das ist auch wiederum gut für Taille, Bauchkontrolle. Das sind ja so die Punkte, die ich verbessern möchte. Natürlich weiterhin noch Beinbeuger, Waden und Arme, Bizeps, Bizepshöhe. Das war ja auch so ein Manko damals, weil ich so durch meine fleischigen Unterarme konnte ich diese Supination nicht machen. Da habe ich dran gearbeitet, das heißt, Bizeps ist besser geworden. Das sind alles Punkte, wo man noch dran arbeiten muss, aber Fokus ist Adduktoren, Lats, Atemtechnik und ich denke, ja, Präsentation werde ich jetzt nicht nur irgendwie 6 Wochen vor der Show üben, sondern da werde ich jetzt auch regelmäßig dranbleiben, dass ich das quasi immer und immer wieder mache, immer wieder pose, dem Manu Bilder und Videos schicke und so. Also da bleiben wir dran. Ich freue mich, dass, wie gesagt, dass das Team so hinter mir steht und dass die auch so Bock haben, dass die so motiviert sind. Und deswegen nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Mali, für diese ganze Zeit, die du hier für mich aufgemacht hast. Gerne, gerne. Ja, jetzt bleibt eigentlich die letzte Frage so zum Abschluss. Wie geht's weiter? Ich denke, ohne zu viel zu verraten, weil das wären dann Mutmaßungen, die ich vielleicht selber gar nicht einhalten kann, weil ich es noch gar nicht 100% weiß. Aber jetzt so nach Absprache, wie es weitergeht. Ich würde gerne nächstes Jahr wieder Wettkämpfe in den USA machen, weil die irgendwie teilweise halt auch mehr Spaß machen, dieses Travel so nach New York und da in diesen Gyms zu trainieren. Das ist einfach eine coole Sache, eine coole Story. Das macht Spaß. Die Europa-Wettkämpfe, die sind auch immer cool, weil es nicht so weit weg ist. Man fliegt da 2 Stunden und ist da. Das ist ganz cool. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, nächstes Jahr wieder eine USA-Saison zu machen. Und wann die beginnt, kann ich noch nicht sagen. Ich würde sagen, voraussichtlich so die Sommersaison. Das heißt, es dann beginnt wahrscheinlich so Mai, Juni rum. Das heißt, in anderen Worten, da bleibt jetzt gar nicht so viel Zeit für Recovery und Aufbau. Und das heißt wiederum, wir müssen die Sache jetzt direkt ernst nehmen. Wir machen jetzt quasi die Recovery-Phase, dass der Körper sich erholt. Und dann geht es quasi in diese Aufbauphase, in der ich, glaube ich, aber gar nicht mit dem Gewicht zwangsmäßig jetzt so hoch gehen muss. Nein, brauchst du auch nicht. Genau. Also wir waren letztes Mal relativ hoch, sag ich mal in Anführungszeichen, wobei die Form da auch ordentlich war. Ich glaube, war es bei 135 oder so? 134, ja. Ich denke, wir brauchen diesmal gar nicht so hoch gehen. Bisschen drunter, also klar, braucht man ein bisschen ein Polster in Anführungszeichen. Wir wollen ja auch, und das darf man nicht vergessen, Diät bedeutet nicht, dass man in der Diät, was viele immer denken, dass ab dann Aufbau oder Verbesserung vorbei ist. Ne? Man kann auch in der Diät hineinwachsen oder sich verbessern.
Das haben wir ja dieses Mal auch gut gesehen. Man hat sogar während den Shows gesehen, ne? Na, genau. Also letzte Show war ich 2 Kilo schwerer. Und härter. Und trotzdem härter. Ich sag, du hast ja, ich betone das immer wieder, du hast ja diese feste Qualitätsmuskulatur, diese richtige Substanz. Also ich bin überzeugt, wir müssen gar nicht mehr so hoch gehen mit dem Gewicht. Letztendlich Gewicht ist nur ein Parameter, aber wir müssen einfach nochmal Verbesserungen bringen. Da bin ich auch überzeugt, dass wir das hinbekommen. Und du, ja, gut, jetzt keine Zeit zu verlieren, weil wie du sagst, die Zeit ist nicht so lange. Aber trotzdem braucht der Körper jetzt ganz wichtig diese Erholung, also Körper und Geist. Ist ja beides ganz wichtig im Zusammenspiel, braucht jetzt mal einfach eine gewisse Erholungsphase. Gesundheit ist das A und O und dann fängt man mit der Aufbauphase an, was aber jetzt keine Aufbauphase irgendwie wird, bin ich überhaupt kein Fan mehr davon, irgendwie sich da hoch zu messen oder bestimmtes Gewicht jetzt anzustreben. Also bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich sagen würde, wir streben jetzt 140 Kilo an in der Offseason, das ist ein Unsinn einfach, ja. Sondern wir wollen qualitativ Muskeln aufbauen, die Schwachstellen verbessern und letztendlich wieder volle, harte Muskeln mit entsprechenden Verbesserungen auf die Bühne bringen. Ja, und abschließend hat ja auch was Gutes und was Schlechtes, wenn man nicht so viel Zeit hat, denn dann verschwendet man auch keine Zeit. Das war ja auch der Grund, warum wir dieses Jahr gestartet sind. Wir hätten ja auch sagen können, wir machen dieses Jahr noch Aufbau, machen die Frühjahrsaison, aber je länger man in dieser Aufbauphase ist, oder kann man noch so ein konsequenter Mensch sein, desto nachlässiger wirst du, weil du dann einfach, was wir eben schon gesagt haben, Mindset und so weiter, ja. Danach, auch nach der Aufbauphase, kommt ja auch die Vorbereitungsphase und du kannst dann einfach dieses 100-prozentige nicht so lange aufrechterhalten. Zeit habe ich nicht viel, das heißt, ich verplemper auch keine Zeit. Du hast mal so was Schönes zu mir gesagt, man muss sich das auch mal in Zahlen ausrechnen. Mhm. Wie viel Beintrainings habe ich, bis die nächste Vorbereitung beginnt? Oder genau. Und da erschreckt man wirklich. Das hat mir selbst damals ein alter, weiser Bodybuilder beigebracht, der mir sagt, die Leute reden immer also in einer Ewigkeit. Der hat mir genau das Beispiel gesagt, was du jetzt sagst. Es ist nicht jedes Training zu 100%, weil es aus irgendeinem Grund machen wir nicht. Dann bist du manchmal krank und so weiter und so fort. So, und dann bleibt unterm Strich, ich meine, bei Stärken ist das nie ein Problem, aber wenn es darum geht, Schwächen zu verbessern, zählt ja im Prinzip jede Trainingseinheit. Also musst aus jeder Trainingseinheit das Beste machen und dann ist das oft erschreckend wenig, was man da an Zeit noch hat. Ne? Also das muss sich jeder mal vor Augen immer halten. Es gibt also keine Zeit zur Verblösung, das ist ganz wichtig. In diesem Sinne, ausführliches Interview, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, weiterhin meine Reise begleiten wollt, meinen Progress und so weiter und so fort, könnt ihr das tun beim Einkauf mit ESN bei esn.com. Rabattcode BEEF, kriegt ihr die besten Rabatte und wie gesagt, könnt mein Projekt Bodybuilding, Budesheim 3.0, Progress, wie auch immer man das nennen möchte, könnt ihr damit wirklich supporten. Vielen, vielen, vielen Dank, ich weiß es wirklich zu schätzen, das macht das Ganze möglich und ja, wir sind raus. Jetzt geht es noch 3 bis 4 Stunden ins Auto nach Hause, dann bin ich auch echt ganz schön durch, weil ich jetzt in der Sportschule Genema auch ganz gut durchgenommen wurde, kann man wortwörtlich sagen und in diesem Sinne, danke Manu. Lieber gerne. Wir hören voneinander. Ciao. Macht's gut. Ciao.